Oh, hier wieder gratis Kaugummi im Bus. Ja, cool. Ah, Dein Ernst? Herr Busfahrer, warum verstecken Sie eigentlich immer die gratis Kaugummis? Der Bus ist kein Kaugummispender. Also wir haben keine gratis Kaugummis. Ah, ist doch saftig, schmeckt noch. Wirklich? Ich hab gedacht, Sie haben die Kaugummis dahin geklebt. Damit wir die finden können und essen können. Aber ist noch saftig. Alles safe. Stopp. Ja, Kaugummis im Bus, die gibt es, aber nicht gratis für euch. Hä? Wieso? Wieso gibt es Kaugummis im Bus? Ja, weil manche Kaugummi-kauende Menschen der Meinung sind, oh, mein Kaugummi ist durchgekaut, ich will mein Kaugummi jetzt loswerden, also klemme ich jetzt mal das Kaugummi unterm Sitz oder neben den Sitz oder auf den Sitz oder an der Rücklehne. Ja, und das ist nicht schön. Das ist... Das macht man nicht. Also ich finde, sowas macht man nicht. Man sollte dein Kaugummi dann runterschlucken oder ein Taschentuch nehmen und dort reinspucken und dann wieder zusammenrollen in der Hosentasche und dann hinterher rausschmeißen. Leute, wirklich, Kaugummi ist kein Pappenspiel. Ich selbst habe mich mal tatsächlich in dem Kaugummi gesetzt. Das war wirklich schon ekelhaft. Also das war, ja, nicht jetzt hier im Bus, aber woanders. Und wenn man nicht guckt, dann sitzt man im Kaugummi und dann hat man eine klebrige Hose. Ihr kennt das alle von den Schuhen, ist auch genauso eklig. Und die Kaugummis, die dann hier im Bus sind, wenn ihr welche da sehen solltet oder finden solltet, die sind nicht gratis. Ich würde auch nicht empfehlen, euch in den Mund zu schieben und zu essen, so wie der Fahrgast gerade. Das macht man einfach nicht. Also, ja, Kaugummis gibt es im Bus. Die werden leider wahllos überall hingeschmissen oder dran geklebt. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Sowas sollte man nicht machen. Das ist für die Reinigungskräfte auch eine ganz schwierige Arbeit, Kaugummi zu entfernen. Das ist nicht in Ordnung. Also bitte schluckt euer Kaugummi einfach runter, wenn es durchgekaut ist, oder spuckt es in ein Taschentuch und faltet das Taschentuch zusammen, packt es kurz in die Hose und dann, wenn ihr aussteigt oder wenn ihr den Mülleimer im Bus seht, schmeißt es zumindest in den Mülleimer. Also bitte lasst das Kaugummi kleben in den Bussen. Das ist nicht okay. Schmeckt es denn wenigstens? Ja, danke für die Information, Herr Busfahrer. Schmeckt trotzdem. Was ist denn das? Erdbeer? Kirsche? Schmeckt nach Erdbeer. Okay. Ja, dann safe. Hat euch dieses Video auch wieder gefallen, dann wisst ihr natürlich, was ihr zu tun habt. Oh Gott, war das schnell. Ich kann es auch noch langsam. Hat euch dieses Video gefallen, dann wisst ihr natürlich, was ihr zu tun habt. Lasst mir den Like da. Aber aktiviert, nicht abonniert, die Glocke. Und diskutiert mit mir. Habt ihr schon mal Kaugummi unterm Sitz geklebt oder am Sitz geklebt? Würde mich ja mal interessieren. Ich meine, jeder war mal jung und jeder machte mal Fehler. Und vielleicht habt ihr auch mal einen Fehler gemacht. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, dass das nicht okay ist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Busfahrer. So, jetzt habe ich der Reinigungskraft einen Gefallen getan.